Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Erst vor wenigen Stunden hat Poco India in Indien das neue Poco X2 vorgestellt. Ein Smartphone, welches aktuell definitiv das beste Preis-Leistungs-Smartphone auf dem gesamten Smartphone-Markt ist, im unteren Budget-Bereich. Eventuell bleibt es das vielleicht sogar im ganzen Jahr 2020, wer weiß. Wir schauen uns jetzt die genauen Details des Geräts an. Bleibt auf jeden Fall dran, jetzt geht's los mit dem Video. Ganz viel Spaß. Im Jahr 2019 haben wir bereits ja schon das Pocophone F1 gesehen, ein wirklich auch Preis-Leistungs-Killer-Smartphone. Damals hieß das Ganze Pocophone bei Xiaomi. Also es war eine Untermarke von Xiaomi, nur so ein kleiner Ableger. Mittlerweile ist es aber wirklich eine eigenständige Firma, ein eigenständiges Unternehmen in Indien. Und das Ganze heißt jetzt Poco India. Die haben jetzt das X2 vorgestellt und wer jetzt denkt, das Design, das kenne ich doch irgendwie schon. Ja, Xiaomi hat nämlich erst kürzlich das K30 vorgestellt für den chinesischen Markt, sind eigentlich baugleiche Modelle und das X2 von Poco ist jetzt praktisch für den indischen Markt. Auch wir Europäer werden bald eine Variante bekommen und die wird dann vermutlich direkt wieder von Xiaomi kommen. Vielleicht das Xiaomi Mi 10T, wer weiß, da gibt es noch keine genauen Daten. Wir schauen uns aber jetzt mal an, erstmal, was die Specs des Geräts sind, denn die sind wirklich atemberaubend, vor allem für den Preis. Zu den Preisen kommen wir am Ende des Videos. Das Poco X2 hat ein 120 Hz Fluid Panel verbaut. Das heißt, die Bildwiederholungsrate liegt bei 120 Mal pro Sekunde und dadurch ist es einfach ein extrem flüssiges Benutzererlebnis. Gerade beim Scrollen zum Beispiel fällt das ultra auf, wenn man irgendwie ja durch sein Smartphone scrollt auf einer Seite oder sonstiges. Auch beim Gaming natürlich ist das Ganze nochmal verbessert, aber nur, wenn natürlich auch die Apps dementsprechend eine solche Bildwiederholungsrate unterstützen. Aber das ist schon mal wirklich ein sehr, sehr schöner Punkt, vor allem im Smartphone. Von dieser Preisklasse, wie gesagt, zum Preis kommen wir gleich, da wird es euch wirklich umhauen. 64 Megapixel hat die Hauptkamera und verbaut wurde der Sony IMX686. Der IMX686 soll wirklich ein super Sensor sein, laut Xiaomi, denn die haben davon wirklich schon super geschwärmt. Ist natürlich trotzdem ein Mittelklasse-Smartphone, von dem her bleibt abzuwarten, wie dann wirklich die Bilder rauskommen. Aber ich denke, da können wir trotzdem einiges erwarten. Auf der Vorderseite des Geräts befinden sich zwei Kameras direkt als Punch-Hole-Variante. Das heißt, ähnlich wie auch beim S10 seht ihr im Screen sozusagen ausgeschnitten zwei Frontkameras. Den Fingerabdrucksensor finden wir weder auf der Front noch auf der Rückseite. Nein, der befindet sich rechts seitlich am Gerät. Eigentlich auch ganz schön gelöst. Und trotzdem haben wir genauso noch Face ID an Bord. Das heißt, ihr könnt auch euer Gesicht einfach als Unlock-Variante verwenden. Der Akku ist mit 4500 mAh recht stark. Die Schnellladefunktion ist jetzt nicht die beste mit 27 Watt, aber immerhin, da kann man sein Smartphone doch auch recht schnell aufladen. Nur im Vergleich zur Konkurrenz, klar, da gibt es natürlich schon aktuell noch Besseres, aber wir reden hier ja auch von einem Mittelklasse-Smartphone. Jetzt kommen wir zum Negativpunkt, weshalb es sich hier nicht um ein Flaggschiff handelt, und zwar den Prozessor. Hier haben wir nicht den neuen Snapdragon 855 oder sogar 855 Plus oder 865. Nein, keine High-End-Prozessoren sind hier drin. Hier kommt der 730G zum Einsatz, ein Mittelklasse-Prozessor, welcher speziell optimiert fürs Gaming wurde. Ich denke, der wird trotzdem seinen Job solide machen, denn bei 120 Hertz muss natürlich trotzdem Leistung vorhanden sein, dass alles flüssig auch läuft und angesteuert werden kann überhaupt erstmal. Von dem her haben wir auch keinen schwachen Prozessor, aber es ist eben nicht der High-End-Prozessor. Das Smartphone gibt es in drei verschiedenen Varianten. Variante 1 ist 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher. Variante 2, da haben wir dann 128 GB und bei der Power-Variante sozusagen, da haben wir dann 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Und jetzt haltet euch fest, was die Preise sind, zumindest umgerechnet jetzt erstmal die indischen Preise in Euro. Ich denke, die werden bei uns dann ein bisschen angepasst werden, wenn hier die europäische oder die Global Version sozusagen erscheint. Die geringste Variante kostet umgerechnet 203 Euro, die mittlere Variante 216 Euro und die Maximalkonfiguration 254 Euro. Und das ist halt wirklich lachhaft im Vergleich zu anderen Smartphones. Was die hier wirklich bieten, ist einfach nur Wahnsinn. Allein ein Smartphone in dieser Preisklasse mit einem 120 Hertz Panel zu sehen, das erfreut mich doch sehr. Das heißt, da wird es in Zukunft immer mehr in die Richtung gehen und ich kann es wirklich selbst kaum abwarten, bis das der Standard ist, denn es ist wirklich so ein Unterschied. Wer das beispielsweise mal beim iPad Pro
Pro gesehen hat oder auch bei einem OnePlus-Gerät 90 Hertz oder sonstiges, man merkt den Unterschied einfach so sehr. Wenn man es noch nie gesehen hat, kann man sich es kaum vorstellen, aber es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Poco X2 bzw. Redmi K30 in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Ich muss sagen, damit haben sie sich mal wirklich wieder selbst übertroffen. Das sind wirklich absolute Preis-Leistungs-Killer in meinen Augen. Was man hier geboten bekommt für diesen Preis, einfach nur top. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Und falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne kostenlos und macht die Glocke an, dann seid ihr immer abonniert. Wer ein bisschen Behind the Scenes und auch Sonstiges erfahren möchte, folgt mir gerne auf Instagram, RealVanix, und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.